Bitte nie! Christian! Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen zur 13. Ausgabe meiner Nightmare Logistics Firma hier im Eurotruck Simulator 2. Ja, wir fahren weiter, weiter und weiter. Und nochmal kurz ein paar Anmerkungen zum letzten Video. Ich habe ja versucht, so ein bisschen auszurechnen, wie weit die Entfernung vom äußersten rechten Punkt der Karte ist zum äußersten linken Punkt durch die ganzen Map-Mods, die ich da eingefügt habe, oder Mod-Maps, wie auch immer. Und ich habe mich letztes Mal so offscreen so ein bisschen durchgekämpft und bin auf eine Entfernung von 6584 Kilometer gekommen. Das könnte hinkommen. Vielleicht werden wir später im Spiel auch mal größere Entfernungen schaffen, außer 6000 Kilometer, was ich ziemlich cool finden würde, weil ich möchte mal wissen, was jetzt hier die weiteste Entfernung ist mit meinen Maps, die ich hier habe. Aber wie gesagt, von links, von rechts nach links ist es halt wirklich tatsächlich fast 7000 Kilometer, wenn man jetzt ganz stark aufrundet. Aber wenn ich jetzt in 10er Schritte aufrunden sollte, wären es dann quasi 6590 Kilometer. In etwa. Einmal musste ich es abschätzen. Bei einer Fährverbindung konnte mir das Spiel nicht sagen, wie weit es entfernt ist. Da musste ich etwa, ein bisschen raten. Und war dann so zwischen 400 und 450 Kilometer. Da habe ich dann für die W100 entschieden. Aber es ist halt auch nur eine Durchschnittsentfernung, von daher finde ich es trotzdem schon ziemlich bemerkenswert, dass wir hier 6584 Kilometer haben, die wir von links nach rechts fahren können. Rechts nach links, so rum ist richtig. Ja, so viel dazu. Ihr habt es auch schon mitbekommen, wir sind jetzt endlich selbstständig. Unsere Firma, die Nettmer Logistik, ist jetzt hier in dieser Ausgabe 13 endlich aktiv. Wir fahren jetzt unseren eigenen LKW und natürlich unseren eigenen Auflieger, wie man sieht. Da oben neben dem Profilbild ist unser Auflieger und ich habe schon mal die nächste Fracht angehangen. Wir sind hier in Batumi, das ist hier irgendwo in Georgien, glaube ich. Ich glaube, in Sochumi waren wir schon. Und wir fahren nach Sevilla in Spanien. Und wie gesagt, 5337 Kilometer haben wir da jetzt vor uns. Wahrscheinlich, wenn wir jetzt hier hochgefahren wären, wäre es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr gewesen. Kann ich mal kurz hier. Dann bleibt bei 5337. Ist ja auch egal. Jedenfalls werden wir die Strecke jetzt hier schön ordentlich durchfahren. Freut mich schon drauf. So, bevor es losgeht, ich habe ja schon versprochen und erzählt, dass ich meine große Leidenschaft zum Thema machen möchte in den nächsten Fahrten, nämlich Filme. In einigen Folgen habe ich aber so ein bisschen Probleme gehabt, ein Thema zu finden. Ich möchte mich auch momentan nicht so wirklich über irgendwas aufregen. Okay, im letzten Video mit dem Fahrtautomaten, das war schon, musste einfach mal sein. Alltägliche Ärgernisse, sozusagen. Aber jetzt mal so richtig ernsthafte Thematiken, die gerade da draußen passieren, haben mich jetzt nicht so gereizt. Ich bin irgendwie, irgendwie energielos, was das betrifft. Das ist mir so als scheißegal geworden da draußen, das glaubt man ja nicht. Da habe ich mir gedacht, ich muss jetzt mal irgendwas finden, worüber ich reden kann. Und natürlich, warum nicht über meine allergrößte Leidenschaft, nämlich Filme. Denn solange, wie ich denken kann, als Kind schon, habe ich es wahnsinnig toll gefunden, immer Filme zu gucken. Ganz besonders Horrorfilme. Tatsächlich habe ich schon mit 5, 6 Jahren Horrorfilme geguckt. Und das hört für mich zum Alltag wie Atmen dazu, Horrorfilme zu schauen. Und deswegen fangen wir heute an mit meinen Lieblingshorrorfilmen von A bis Z. Ja, aber zum Alphabet selber erstmal kurz ein paar Worte. Natürlich kann ich nicht absolut jeden Buchstaben verwenden, der im Alphabet vorkommt, wo ich einen Lieblingsfilm habe. Das ist natürlich Quatsch. Ich habe mich durch einige Listen durchgekämpft im Internet und bei Buchstaben, die wirklich selten benutzt werden in Filmen, waren halt wirklich keine dabei, wo ich sagen kann, dass es ein Lieblingsfilm von mir war. Filme waren dabei, die kannte und wo ich gesagt habe, die sind gut, aber jetzt war jetzt nicht so bei den Lieblingsfilme. Ne? Also müsst ihr euch bitte darauf einstellen, dass jetzt nicht alle Buchstaben vertreten sind im Alphabet, also nicht alle 26. Ich habe insgesamt 3 Listen. Zweimal Filme allgemein, da ist das Genre völlig egal. Da kann ich wahrscheinlich noch 3, 4, 5 weitere Listen machen, was das betrifft. 2 sind fertig. Die 3. Liste, mit die fangen wir heute an. Ist natürlich klar, Horrorfilme, ich meine, muss ich noch irgendwas sagen, und meine letzte Firma beruht ja quasi auf Horrorfilm sozusagen. Und da passt es natürlich ganz gut, dass ich damit anfange.
Und dreimal dürft ihr jetzt schon mal raten, welcher Film bei mir bei A ist, mit dem ich anfange zu reden. Natürlich Science Car, Nightmare on Elm Street. Ist jetzt logisch, da immerhin beruht ja meine ganze Firma darauf. Freddy Krüger ist natürlich klar. Muss dann hier natürlich auch als erstes benannt werden. Dazu kommen wir aber gleich. Wir fahren heute Reis, wie gesagt, nach Sevilla in Spanien. 5337 Kilometer haben wir vor uns. Das heißt, die Fahrt wird, wenn ich mich an die Geschwindigkeiten halte, über 5 Stunden dauern. Zeit genug, um diese Liste vorzubereiten und auch abzuklappern. Ich habe mir so gedacht, dass ich werde die Listen zweiteilen, immer von Buchstaben A bis M und von N bis Z, so dass ich halt auf 6 Teile komme und vielleicht krieg alles während dieser 5300 Kilometer reingeknüppelt, je nachdem wie schnell ich erzählen bin. Und ich freue mich wahnsinnig darauf. Ich werde euch zur besseren Orientierung auch die Filmcover einblenden von den Filmen, die ich mir dann da runterladen werde bei Google Bilder. Und wenn ich ganz so eine faule Drecksau bin, dann mag ich euch natürlich auch noch einen schönen Zeitstempel und dann könnt ihr euch, ja, könnt ihr euch dann halt aussuchen, welchen Film ihr da kennen wollt, den ich euch da vorstelle. Ich möchte an dieser Stelle auch noch sagen, dass ich kein professioneller Filmkritiker bin. Ich werde diese Filme aus meinen persönlichen Empfindungen heraus bewerten und darüber erzählen. Und ich weiß, bei Filmen gehen die Schmecker immer auseinander. Was der eine scheiße findet, kann andere wieder geil finden, andersrum genauso. Was andere geil finden, könnte ich wieder scheiße finden. Und ich hoffe, dass einige Filme mit dabei sind, die ihr noch nicht kennt und bei dem ich euch so ein bisschen den Mund wässrig machen kann, wenn ihr diese Filme sehen wollt. Ja, ich weiß nicht, wie lang die Videos werden. An dieser Stelle möchte ich auch noch sagen, je nachdem, wie tief ich mich da reinrede in die Filme, kann es sein, dass die Videos vielleicht sogar eine Stunde gehen, was weiß ich, keine Ahnung. Und ja, vielleicht müsst ihr halt ein bisschen geduldig sein und ja, seid trotzdem mit Leidenschaft dabei. Jedenfalls habe ich für die nächsten Videos jetzt ein ordentliches Gesprächsthema, darauf freut mich schon und deswegen gehen wir jetzt in unser LKW rein und fahren jetzt los. Ich kann noch lange genug bevor Worte geben hier. Wir fahren jetzt hier langsam mit unserem LKW los. 1500 PS haben wir im LKW hier drin. Und den merkt man auch beim Fahren, der zieht extrem stark an. Ja, also, ja, wollen wir loslegen. So, Vorfahrt beachten, kommt Verkehr von der anderen Seite. Da ist jetzt schwer einzusehen, ich sehe jetzt aber keine Bewegung bei den Büschen. Doch, du blöde Kuh, hol mir nächstes Mal ein höheres Auto. Ich dachte jetzt gerade echt, wenn ich jetzt auf den Büschen so ein bisschen achte, ob ich deine Bewegung erkenne. Nö, da kommt die blöde Kuh mit so scheiß tiefer Licht Cabrio angefahren. Alter Falter. Wer baut doch da so eine scheiß hohen Büsche hin, Alter? Am Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Fahr! Scheiß auf die Vorfahrt hier. Ja, so wie der da. Ich muss auch auf die Vorfahrt hier schissen. Beschissene Bescheißer und so weiter, ne? Humor ist jetzt. Die Ausfahrt nehmen. Blinken. Langsam raus. So, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Horrorfilme, Lieblingsliste A bis Z, Teil 1, Buchstaben A bis M wie Martha. Ich habe hier inzwischen auch eine Tastatur für 10er gekauft, die hat eine Handyhalterung drin. Da habe ich jetzt mein Handy drin. Mit der ganzen Auflistung. Ich hoffe, ihr habt keine Lust, ihr habt hier einen Zettel zu schreiben. Die Handyhalterung finde ich gar nicht mal so schlecht. Ich habe jetzt mal meine mechanische Tastatur ein bisschen Pause geschickt. Funktioniert aber noch. So, gleich geht's los. Wie gesagt, ich werde euch Zeitstempel setzen. Und dann könnt ihr euch die Firma einzeln anhören. Wenn ihr 70 fahren, dann fahren wir nach 75. Tank ist voll. Der Moment an. So, Freunde. Es geht los. Film Nummer 1, Buchstabe A. Logischerweise, wir hätten es erwartet. Ich hab's ja schon gesagt. In Nightmare on Elm Street von Wes Craven. Rest in Peace. Einer, der wohl
größten, bekanntesten Horrorfilme-Produzierer der Welt. Hat sich auf jeden Fall einen riesengroßen Namen gemacht. Zu Recht, wie ich finde. Und seine berühmteste Ikone, die er erschaffen hat, ist natürlich die des Freddy Krüger. Nightmare on Elm Street ist absoluter Kult-Horrorfilm. Und den man einfach kennen muss, wenn man Horrorfilme kennt. Es gibt natürlich Leute, die Freddy Krüger überhaupt nicht mögen. Können mit nichts anfangen, aber ich habe diese Filmreihe absolut lieben gelernt. Die Idee, dass Kindermörder in Träumen Leute heimsucht und sie nach seinen Regeln tötet, ja, fand ich schon absolut genial. Und ich möchte jetzt auch nicht allzu sehr auf die Geschichte von Freddy Krüger eingehen, würde jetzt echt ein bisschen zu lange dauern. Aber er selber ist halt auch, wie viele Horrorfilmfiguren, tatsächlich ein Opfer anderer Leute geworden. Und wenn man jetzt die Geschichte von Freddy Krüger komplett aufknüpft sozusagen, dann weiß man, dass er ja auch ein Opfer von Mobbing war und ständig gelitten hat, weil er halt aufgrund der Geschichte ja ein Produkt von lauter Serienkillern ist, die in so einer komischen Irrenanstalt in London verwaltet haben, die da versehentlich eingesperrt wurde. Und im sechsten Teil sieht man dann schon ein bisschen genauer, wie es dazu gekommen ist, dass Freddy Krüger Kinder hasst. Und irgendwo ist es auch nachvollziehbar, ist ja ganz klar. Und ja, Wes Craven hat in den 80er Jahren mit der Nightmare on Elm Street Reihe meines Erachtens nach ja einen ziemlichen neuen Trend ausgelöst, weil wann ist denn der Mensch am wehrlosesten, wenn er schläft? Schlafen müssen wir auch mal alle mal. Und das hat natürlich damals die Leute ganz schön in Panik versetzt und Schrecken und so weiter. Das fand die richtig geil. Ja, und so ist halt die Ikone Freddy Krüger entstanden. Und Freddy Krüger, der Name selbst, ist von Wes Craven gewählt worden, weil das halt ein Name eines Mitschülers war, von dem Wes Craven ständig gemobbt wurde. Ja, also, das hat ja natürlich super gepasst. Und ich mag die ganze Filmreihe durch, ne? Wobei, wenn ich jetzt eine Platzierung machen müsste, würde ich sagen, der zweite ist für mich der schwächste. Einfach weil er die Geschichte nicht so fortführt. Wie es bei Teil 1, 3, 4 und 5 gewesen ist. Es lag einfach daran, dass man halt ein Produzententeam ausgewechselt hat. Und man hat auch tatsächlich sehr versucht, einen anderen Schauspieler zu engagieren, der Freddy Krüger darstellen sollte. Es gibt eine Szene unter der Dusche, da sieht man das so ein bisschen, da hast du halt so einen Typen, der sieht aus wie so ein kleiner Lilliputaner und der läuft total komisch. Und ein Markenzeichen von Freddy Krüger ist ja dieser komische Stand, den er hatte, ne, mit diesem schweren Handschuh an der Hand. Und daran liegt auch schon das Stichwort. Weil diese komische Haltung, die Freddy Krüger an den Tag gelegt hat, lag einfach nur daran, hat Robert Englund mal gesagt, dass der Handschuh einfach zu schwer gewesen ist. Und er so am besten kompensieren konnte, so dazustehen, wie er halt da steht. Ja, also diese typische Haltung von Freddy Krüger liegt halt an einem zu schweren Handschuh. Was ich eigentlich ziemlich lustig finde. Und ja, den allerersten Freddy Krüger-Film, den ich je in meinem Leben gesehen habe, war der fünfte, The Dream Child, das Traumkind. Ich finde, der Film versprüht eine ziemliche eigene Atmosphäre, ne? Und mag nicht jeder, aber ich finde es total toll. Aber ich wollte eigentlich über den ersten Teil reden, ne? Ich muss eigentlich zurück, ich hatte damals als Kind sogar schon eine kleine Schwäche für Nancy Thompson, ne? Dargestellt von Heather Langenkamp. War für meinen Geschmack eine wunderschöne Frau. Die hat mir sogar noch in Freddy's New Nightmare gefallen, wo sie wieder mitgespielt hat. Ich habe mich natürlich auch wahnsinnig gefreut, diese schöne Frau wiederzusehen und im dritten Teil. Ja, ich weiß, ich renne jetzt wieder Simp, aber ich bin halt immer heterosexuell und natürlich finde ich immer noch gewisse Frauen immer noch schön, ne? Ist halt immer so. Und ja, die Art und Weise, wie Freddy Krüger in der Nightmare on Elm Street tötet, war damals wirklich legendär. Die Szene, wo Nancy in der Badewanne liegt und der Handschuh da rauskommt, ne? Also es war schon ziemlich cool gewesen, wie sie in der Badewanne verschluckt wurde in so einem unteren Bassin, was das da war, wo sie eingeschlafen ist. Oh Leute. Mann, fahr doch mal hin, du Penner! Was ist so scheiß für den Geschwindigkeitswechsel hier? Also Nightmare on Elm Street ist auf jeden Fall ein Film, den man als Horrorfilm-Fan toll finden muss, ja. Weil alleine schon die Kultszene, wie Tina stirbt, ja, absolut grandios, ne?
Und das wurde bei Nightmare, völlig zu Nightmare nochmal aufgegriffen. Da hat dann, ist dann der Babysitter so gestorben von Herr Rankams Sohn. Sie hat sich halt für den selber gespielt. Und ihr Sohn Dylan, ich weiß nicht, ob der wirklich Sohn hat, der so hieß oder heißt, keine Ahnung. Und jedenfalls wurde das da im Krankenhaus nochmal so gemacht, aber kam meines Erachtens nach jetzt nicht so wirklich an den Original ran, wie Tina gestorben ist. Tinas Tod im ersten Freddy Krueger-Film ist einfach absolut legendär. Und ja, kann man immer wieder gucken. Vor allem Freddys Stimme so, Tina, diese Jagd in ihren Träumen. Absolut toll. Also, wie gesagt, Freddy Krueger, wie gesagt, ist hier natürlich der Grund, warum ich diese Firma hier in Makerside gegründet habe, Nightmare Logistics. Einfach um zu zeigen, dass das meine absolute Lieblings-Horrorfilm-Ikone ist. Und alle Leute, die die Freddy Krueger-Firma noch nicht gesehen haben, schaut sie euch auf jeden Fall bitte an. Es ist auf jeden Fall ziemlich empfehlenswert. So, das war der Buchstabe A. Alles, was ich jetzt zu Freddy Krueger sagen wollte, habe ich gesagt. Ja. Kommen wir zum Buchstaben B wie Bertha. Und da habe ich jetzt mir einen Film ausgesucht, den vielleicht gar nicht jetzt so viele kennen werden. Und wenn jemand ist, der den Film kennt, dann Chapeau. Du bist schon ein bisschen tiefer drin in der Horrorfilmwelt. Nämlich Bad Moon. Das ist ein Werwolf-Horrorfilm, den ich persönlich sehr, sehr toll finde. Gut, Horrorfilme mit Werwölfen sind jetzt auch nicht so wirklich das Wahre, oftmals klischeebehaftet. Und einer der berühmtesten Ableger der Horrorfilme in Sachen. Bremst du mal ab hier! In Sachen Werwolf ist natürlich American Werewolf. Ja? Eine der berühmtesten, ikonischsten Szenen, wie sich der Typ da in den Werwolf verwandelt. Muss ich sagen, ist tricktechnisch damals wirklich grandios gemacht. Der kam irgendwann in den 70ern, glaube ich, raus. Ne? Das war schon richtig cool. Und ich habe als Kind mal einen Film gesehen, wie gesagt, namens Bad Moon. Da spielt der kleine Junge mit, der den Dennis gespielt hat, den Film mit Walter Mattau, die Komödie, wo sie halt den Comic Dennis verfilmt haben. Auch sehr gelungen, wie ich finde. Der hat halt auch in der Hauptrolle gespielt. Und der Film ist darum, dass halt Forscherteam, also da ist halt so ein Typ mit seiner Ehefrau, die sind so Wissenschaftler, die sind irgendwo im Dschungel und wollen irgendwann erforschen und werden vom Werwolf angegriffen. Der Typ wird verletzt, seine Frau wird dabei getötet und weil er weiß, dass er selber zum Werwolf wird, versucht er nun herauszufinden, wie er diesen Fluch loswerden kann. Und er sucht dann Schutz bei seiner Schwester, die irgendwo Amerika ein bisschen abgelegen in den Wäldern lebt. Sie selbst ist Anwältin und ja, freut sich, dass ihr Bruder halt da ist. Und natürlich gibt es auch ein paar schöne, tolle Morde vom Werwolf. Und der erste Knackpunkt ist, ich persönlich finde es sehr schön, wie der Werwolf dargestellt wird. Der sieht wirklich richtig, richtig gut aus. Ne? Der ist richtig böse, richtig evil. Und steht natürlich im völligen Kontrast zum Bruder, der da zum Werwolf wird. Weil er sehr hilflos erscheint. Ne? Und er weiß, was mit ihm los ist. Und der kleine Bengel kommt ihm so ein bisschen auf die Schliche und ahnt, was los ist. Und der, ach so, der Junge hat auch noch einen Hund als Haustier, einen Schäferhund, einen deutschen. Und der spielt halt auch eine zentrale Rolle, weil es später einen Kampf gibt zwischen dem Schäferhund und dem Bruder von der Mutter, also dem Onkel sozusagen. Und ja, der Hund spürt natürlich auch, dass da was nicht stimmt. Was ich an dem Film so unfassbar toll finde, ist der Kontrast zwischen dem Charakter des Bruders und des Werwolfs, der ihm innewohnt, weil man fragt sich ja, wie kann ein Mensch, der eigentlich ein echt gutes Herz hat, zu so einer mordlustigen Bestie werden. Und der hat halt die Szene, wo sie die Verwandlung komplett zeigen. Die ist jetzt zwar meines Erachtens nach tricktechnisch jetzt nicht unbedingt absolut Nopus Ultra, sieht aber trotzdem sehr schön aus. Was ich aber wirklich sehr, sehr schön finde, ist die Wandlung des Charakters. Als die Mutter, als die Schwester von ihm dann plötzlich sieht, wie er sich gerade am Baum festketten will, weil er halt als Werwolf kein mehr wehtun wollte. Und da ist er auch so langsam los, aber man merkt auch dann, wie sich sein Charakter langsam weiterentwickelt und er wirklich zu einem richtig miesen Arschloch wird. Das finde ich grandios gemacht. Ne? Er haut auch so philosophisch raus, dass ihn gerade stört, wie er sich da gerade amüsiert wollte bei seiner Romanze mit dem Mond, und mit jeder Fortschritt der Verwandlung wird sein Charakter immer fieser, also er verliert sein komplettes Wesen
an sich und wird dann wirklich zum Mordlust in den Bestien. Ist ein sehr, sehr schöner, weicher Übergang, wie ich finde. Und macht immer wieder Spaß, diese Verwandlung anzusehen. Ja, und denn der Kampf zwischen dem Schäferhund und dem Werwolf ist da wirklich sehr, sehr gut gemacht. Vor allem die Szene im Kinderzimmer oben in der Wohnung, wenn die Mutter abhaut und da auch gegen den Werwolf kämpft und der da auf ihr zuläuft. Das sieht schon wirklich richtig geil aus. Da kriegst du richtig Schiss, wie ich finde. Das ist echt gut gemacht. Und die Bewegung in Form Werwolf, wie der sich bewegt, das sieht wirklich toll aus. Also Bad Moon ist ein Horrorfilm, der auf jeden Fall geschaut werden sollte. Der Werwolf sieht wirklich zum Fürchten aus. Es gibt auch ein paar gute Szenen, wo ordentlich Blut fließt. Und ja, ist sehr empfehlenswert. Also Bad Moon unbedingt anschauen. Wunderschöner Film. So, Handy schon wieder ausgegangen. Jetzt machen wir noch Mittelspur hier. Fängt jetzt ja nicht gut, das ist halt erst, was ist jetzt hier die Scheiß drauf. Ja, kommen wir mal zum Buchstaben C. Auch ein absoluter Kultfilm, den man kennen sollte. Mit jemandem, der auch in Horrorfilmen eine wichtige Rolle spielt. Jetzt halt erstmal zu, das hat mein Handy wieder hier hinzustellen. Das bin ich komplett ausgeschaltet. Irgendwie hat Xiaomi da eine Sperre, die ich halt oder so, keine Ahnung. Ja, C wie Candyman. Einer meiner absoluten Lieblingshorrorfilme. Candyman ist absolut grandios in mehrerlei Hinsicht. Und ja, es geht halt darum, dass ja, der Candyman ja, Mörder ist, der immer dann erscheint, wenn man seinen Namen fünfmal im Spiegel nennt. Also du stellst halt vom Spiegel und sagst fünfmal Candyman und steht da hinter dir. Und bringt dich mit seiner Hakenhand um. Die Geschichte basiert auf einer kurzen Geschichte von Wes, von Cliff Barker. Und ist in so einer komischen Buchreihe erschienen, ich glaube Buch des Todes oder so, keine Ahnung, irgendwie so ähnlich. Und das Schöne ist, also die Musik ist erstmal richtig geil, die da im Hintergrund zu hören ist. Und der ganze Film versprüht so eine Aura, die findest du so stark jetzt mit im Weg, finde. Also alles wirkt so beklemmend, die Kamerafahrten sind toll, vor allem wenn der Film anfängt, ja, die Fahrt über die Stadt, ich glaube Detroit war das, glaube ich, ne? Mit der Musik dazu, also das Candyman-Theme ist wirklich fantastisch. Und Tony Todd als Candyman ist sowieso eine absolut geniale Besetzung. Tony Todd kennen wir ja auch aus Final Destination zum Beispiel später mit. Bei Wishmaster hat er kurz einen Gastauftritt, da wird er vom Wishmaster getötet. Oder von dem Dämon da. Und Candyman ist so eine Geschichte, die das Thema Rassismus aufgreift, denn die Geschichte von Candyman ist genauso traurig wie die von Freddy Krueger und auch von Jason Voorhees. Denn es spielte zur Zeit der Sklaverei, da hat sich einer der Dunkelhäutigen da in die Tochter des reichen Hausherrn verliebt und die wurde auch schwanger und als Rache über diese Schande, die in ihren Augen damals passiert ist, wurde er halt wirklich verprügelt. Geradeaus fahren. Bis zum Geht nicht mehr. Da wurde ihm halt, ich glaube, die rechte Hand abgehackt, wurde Haken drin gesetzt und dann wurde er noch mit Honig beschmiert und von Bienen zu Tode gestochen. Und daraufhin hat er noch kurz bevor er starb halt einen Fluch ausgesprochen, dass er alle Nachfahren töten wird, die halt seinen Nachnamen nennen. Und so ist halt die Legende vom Candyman entstanden. Und ja, wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, der Film ist wirklich fantastisch. Helen, die jetzt da die Hauptrolle spielt, also die Figur heißt Helen, die geht ja diese Legende nach und nennt dann irgendwann halt ihr Candyman-Namen im Spiegel. Und dann tritt der Candyman so, dass er Leute umbringt und das so aussieht, als wenn sie gewesen wäre. Ne? Es ist sehr viel Dramatik mit dabei tatsächlich. Wie gesagt, der Film ist absolut empfehlenswert. Und von daher, wer einen guten Horrorfilm gucken möchte, schaut sich definitiv Candyman an. Also ich mag den Film total gerne und ich glaube, ich sollte mal wieder anschauen. Ich schicke mal anschauen. Und ja, Candyman. Einfach, ja, anschauen. So, Buchstabe D. Jetzt wird es ein bisschen knifflig, denn ich habe mich tatsächlich an dieser Stelle für diese Horrorfilmliste gleich für drei Filme entschieden. Einfach, weil diese Filme zusammengehören.
Ich hätte die sonst wirklich vereinzelt aufgenommen. Unter Buchstabe D, wie jetzt das erste, F und M. Und da die Buchstaben ohnehin schon nicht beieinander liegen, habe ich mir gedacht, ich mache die alle zusammen. Es handelt sich nämlich hier um die NZ-Trilogie von John Carpenter. Nämlich Das Ding, The Thing, Die Fürsten der Dunkelheit und Die Mächte des Wahnsinns. Alles drei granatenstarke Horrorfilme von John Carpenter, die alle inhaltlich von der Geschichte her zwar nicht gemeinsam zusammengehören, aber thematisch geht es halt in allen drei Filmen um das Ende der Welt, auf verschiedene Arten und Weisen. Und das hat er halt in diesen Filmen thematisiert. Und Mensch, Leute, lass mich doch mal 80 fahren, 85 fahren hier. Mann, ich mach mal den Scheißverkehr bald aus hier. Der hat sich auf den Sack. Und ja, die NZ-Trilogie ist halt eine ganz starke Filmreihe, die ich auch gelegentlich immer wieder gerne schaue. Ne? Gerade Die Fürsten der Dunkelheit war damals der allererste Film, den ich aus dieser Reihe gesehen habe als Kind. Da geht es halt darum, dass halt der Satan ja, die Zeichen setzt, um auf die Erde zu kommen und die Menschen ja, zu auszurotten. Er möchte also alles Leben zerstören. Und ja, Alice Cooper spielt in dem Film mit, hat eine super Rolle. Da bringt jemand, der bringt jemanden mit einem halben Fahrrad um. Ist total cool gemacht. Alter, die fahren ja alle wirklich exakt so wie sie. Und ja, fangen wir mit Das Ding an. Das Ding ist ja, ich glaube, ein Cronenberg-Film oder so, wenn ich mich irre. Also klar, produziert hat natürlich John Carpenter. Wir merken schon da bei der Musik und der Atmosphäre, dass es auf jeden Fall John Carpenter-Film ist. Aber ich glaube, Cronenberg hat für die Effekte gesorgt. Und Das Ding ist halt mal ein Film, der halt diese Bodymorph-Horror ja, in Szene gesetzt hat. Die Art und Weise, wie die Leute da sterben, sieht einfach mal fantastisch herrlich eklig aus und ist wirklich richtig gruselig. Es geht halt darum, dass halt ein Raumschiff auf die Erde stürzt mit dem Alien drin und dann im Eis einfriert und so ein Forscherteam ja, befreit irgendwann letztendlich dieses Vieh da und ja, das Vieh hat halt die Fähigkeit, sich in den Körpern der Menschen einzunisten und die wissen halt nicht, dass sie halt vernistet sind oder dass sie halt Parasiten sich drin haben. Oh Mann, du Arschloch! Ja, na klar, ist ja wie im echten Leben hier. Auch dafür muss ich auch so ein Stück Scheiße, Alter. Verpiss dich, du Penner. Ja, und wie gesagt, das Ding ist halt, wie gesagt, was die Effekte betrifft, einfach grandios. Macht immer Spaß mitzuraten, wer von denen ist jetzt, ja, von dem Vieh besessen und verwandelt sich, ne? Der Film lässt sehr viele Rätsel offen, die zwar inzwischen gelöst sind, aber die halt im Detail sehr, sehr interessant sind. Ne? Du weißt halt zum Beispiel nicht, wer der Erste ist, der infiziert ist und woran erkennt man jemanden, der infiziert ist und so. Und John Carpenter hatte halt bei der Produktion, wie gesagt, alles in Details verpackt, die auf die man erstmal kommen muss. Ja? Und das macht den Film so stark. Kurt Russell ist sowieso einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler. Den sehe ich verdammt gerne. Und ja, der spielt halt auch mit und hebt dann halt so ein bisschen den Ton an. Ja, die Fürsten der Dunkelheit, wie gesagt, Satan auf die Erde kommen, ist tatsächlich auch ein Film mit dem Typen, der in Halloween Roboter und den Dr. Loomis spielt. Ich kann mir jetzt nicht nachweisen, wie der heißt. Das Gruseligste, was ich damals an diesem Film erfand als Kind, war, als da so ein Behälter sich quasi öffnet, da ist so eine grüne Flüssigkeit drin und die tropft dann so an die Decke oder irgendwie so war das und da ist halt so eine Wissenschaftlerin, die steht dann davor und kriegt dann so ein von der Flüssigkeit so ein Strahl in die Gusche rein gespritzt, ja, nach dem Motto schluck du, oder? Und dann geht die ganze sein Yang. Mehr möchte ich dazu nicht verraten, ich fand das aber ziemlich eklig, wie die da am Boden lag und da rumgehustet hat und rumgewirkt hat und mit so einem Spuck gefahren da von der Fresse schön aufs Detail geachtet, fand ich sehr gut. Das fand ich aber halt als sehr gruselig und ich mag den Film heute noch, ne? Also da merkt man noch viel mehr die Atmosphäre von John Carpenter, die Musik am Anfang und alles. Es gibt noch ein paar sehr schöne eklige Szenen, ne? Und ja, macht ja Spaß, den Film zu gucken.
der dritte Teil dieser Endzeit-Trilogie von John Carpenter ist Die Mächte des Wahnsinns. Mit einem sehr, sehr großartigen Sam Neill. Und der Film ja, ist so verbaut, dass er später die vierte Wand durchbricht. Mehr möchte ich dazu jetzt aber nicht sagen. Schaut euch an, es ist wirklich fantastisch. Es geht halt darum, dass Sam Neill halt, ich glaube, John Trent spielt, der halt Versicherungsbetrug aufdeckt. Und der kriegt den Auftrag von einem Bücherverlag, den ja wohl im Film bekanntesten Horrorfilm-Schriftsteller zu finden, der groß verschwunden ist, nämlich Sutter Kane. Großartig gespielt von John Carpenter, von Jürgen Prochnow. Entschuldigung. Und ja, er soll halt den Typen finden. Moment, wenn er kurz mal die Wetter geht. Er macht das auch tatsächlich ausfindig, nämlich dass sich der Autor in einem Ort namens Hobbs End befindet. Ort, den es eigentlich gar nicht gibt. Ne? Und trotzdem findet er diesen Ort. Und ja, da geht dann der Horror so quasi ab und wird dann in die echte Welt getragen. Und die Art und Weise, wie der Film sich entwickelt, ist total geil. Letztendlich die letzte Szene, wie Sam Neill da im Kino sitzt, ist schon absolut grandios gemacht. Fantastisch. Ich liebe sowas, so eine Wendung. Der Film wird dann echt kurios, aber es ist wirklich sehr, sehr toll. Die Mächte des Wahnsinns ist ein Film, den man auf jeden Fall kennen sollte. Macht richtig Spaß zu gucken. Und ich schaue mir diese Filme gerne mal tatsächlich alle am Stück an, wenn ich die Zeit dazu habe. Ja, ist echt super. So, das war Buchstabe D. Wie gesagt, die Endzeit-Trilogie von John Carpenter muss man einfach gucken. Wie ich finde, die Mächte des Wahnsinns, die Fürst der Dunkelheit und das Ding. Okay, war jetzt zwar nicht die ganze richtige Reihenfolge, aber ich weiß, was ich meine. Richtige Reihenfolge ist natürlich das Ding, die Fürst der Dunkelheit, die Mächte des Wahnsinns. John Carpenters großartige Endzeit-Trilogie sollte auch in jeder Horrorfilmsammlung auf jeden Fall dabei sein. So, Buchstabe E. Wieder Sam Neill, gestern erst geguckt auf den Abend, als ich im Bett gelegen habe und so ein bisschen gechillt habe. Einer meiner absoluten Lieblingshorrorfilme, Sci-Fi-Horror, Event Horizon. Ich mag einfach die Idee, die dahinter steckt, die Event Horizon da da zeigt. Es geht, wie gesagt, Science-Fiction-Horror-Film. Jetzt darum, dass halt eine Truppe auf den Urlaub verzichten musste, weil ein verschollenes Raumschiff namens Event Horizon wieder aufgetaucht ist nach sehr, sehr vielen Jahren und man jetzt herausfinden soll, was da passiert ist. Es stellt sich heraus, dass dieses Schiff die Möglichkeit hat, die kürzeste Entfernung von A nach B zu fliegen, und zwar indem es die Raumzeit krümmt und so eine Art Wurmloch erschafft, künstlich jetzt und da durchfliegt. Sam Neill erklärt das im Film recht gut. Die Idee wurde auch nochmal in Interstellar aufgegriffen mit dem Wurmloch. Da noch ein bisschen detailreicher und genauer und auch theoretischer definitiv korrekter. Aber Event Horizon ist ein Film der 90er Jahre, wenn ich mich nicht irre, und da waren wir noch nicht so weit wie heute. Und jedenfalls müsst ihr euch das vorstellen, wenn ihr jetzt nochmal als Beispiel, ich will jetzt von Berlin nach Hamburg fahren, dann wird Hamburg quasi auf Berlin geklappt. Ich kann durch ein Loch durchgehen und bin dann plötzlich in Hamburg. Und dann driftet das wieder auseinander und dann bin ich halt in Hamburg. Und die Event Horizon, das Raumschiff, hat halt die Grenzen des Universums passiert, war dahinter. Ja, und da hat er die Besatzung den reinsten Horror erlebt. Und das Schöne ist an diesem Film, die Wandlung, die halt Sam Neill da durchmacht. Einfach grandios, fantastisch. Er selber hat auch eine traumatische Geschichte, die er da erlebt und was ausschlaggebend ist. Es ist, glaube ich, die einzige Rolle, in der Sam Neill tatsächlich als Bösewicht agiert, letzten Endes. Kann ich nur empfehlen. So, für mich schon mal verraten, für die den Film nicht kennen. Event Horizon ist einfach fantastisch. Ja, auch ein großartiger Lawrence Fishburne da als Raumschiff-Commander da, der auch seine Geschichte hat, die er mit sich rumschleppt. Sehr, sehr ernste Rolle und so weiter. Sehr durchsetzungsfähig, der Typ. Schlafbremsen. Ja, und Event Horizon ist für mich ein Horrorfilm-Klassiker, der einfach sein muss. Ich mag den. Es gibt einige Szenen, die wirklich so verstörend sind im Film.
ja, wenn halt gezeigt wird, was da passiert ist am Rande des Universums, absolut grandios. Und ihr glaubt mir, Leute, ihr wollt das nicht erleben. Das wollt ihr nicht erleben. Ja, also wunderschöner Film. Event Horizon auf jeden Fall sehr, sehr stark, wie ich finde. Den mag aber nicht jeder. Mann, jetzt hab ich Schuld gehabt. Fleck, scheiß Kraftverkehr auf den Sack hier, Alter. Ist mir scheißegal. Heute auch mal keine Fahrstuhlstunde hier. Weil die Bremse mich ja alle aus. Im nächsten Video ist der Verkehr aus. Hab die Faxenklicke so ständig mehr abgebremst zu werden. Hier darfst du nicht fahren und diese blöden Wichser da vorne fahren alle. Die stehen hier! Die Arschkrampen. Jetzt reicht es. Das sind die Faxenklicke. So, scheißegal. So, was haben wir bei F? Na klar, wer kann sich denn denken? Buchstabe F. Freitag, der 13. Ja, meines Erachtens nach, ja, ich würde jetzt nicht sagen, der Ursprung der Slasher-Filme, aber wahrscheinlich der prägendste. Natürlich hat Wes Craven schon viel, viel früher die Slasher, oder das Slasher-Film-Genre begründet mit Das letzte Haus links. Ja? Aber ich glaube, am prägendsten war tatsächlich Freitag der 13. Die Geschichte um Jason Voorhees, der da als ja, deformiertes Kind im See ertrunken ist und ja, dazu kommt man sich recht, um jetzt mal grob zu sagen. Kevin Bacon in einer seiner allerersten Filmrollen, ja, und hat eine sehr, sehr schöne Todesszene, wie ich finde. Und ja, Freitag der 13. ist halt eine Filmreihe, die stark mit Freddy Krueger konkurriert. Für mich persönlich steht Jason Voorhees als Killer bei mir auf Platz 1, auf Platz 2. Auf Platz 1 natürlich Freddy, ist ganz klar. Und ja, der Film Freitag der 13. hatte damals zum Ende eine ziemlich coole Wendung, wie ich finde. Und ja, Jason tatsächlich taucht erst im zweiten Teil auf. So viel kann ich schon mal verraten. Es ist wirklich ein cooler Horrorfilm, Teenie Slasher, alle Elemente sind vorhanden. Die Geschichte selbst. Von Jason, wie er da gestorben ist und wie er zurückkommt von den Toten versteht, kann man eher zu Horrorfilm-Elementen zählen. Also die Mischung aus Horrorfilm und Slasher ist hier gut gelungen. Ich persönlich denke immer, dass Horrorfilme eine fantastische Geschichte erzählen muss, die jetzt nicht so unbedingt auf Realität beruhen. Zwar hat Stephen King da sehr, sehr schöne Geschichten geschrieben, wo der Horror im Alltag Einzug hält. Das finde ich zwar auch sehr stark. Aber so Geschichten wie Freddy Krueger oder Hellraiser, was denn alles so, die, so, nach richtig morbider, düsterer Fantasie entspringt, finde ich persönlich, ist für mich die Definition von Horrorfilm. Danach rechte Auswahl nehmen. Samsung. Cool, wir sind in Samsung. Rechte Auswahl nehmen. Und ja, Freitag der 13. ist in der Hinsicht auf jeden Fall ein absoluter Kultfilm. Also ich denke mal, es gibt wahrscheinlich kaum jeden, der diese Film nicht kennt. Ich hab wirklich, manchmal ist es so, wenn ich Urlaub habe, dann schaut mir tatsächlich alle Jason-Filme nochmal an. Die wird mal langsam wieder Zeit. Ich mach den morgen oder so, mal gucken. Einfach mal im Bett liegen, Filme gucken und gar nichts tun. Ich hab mal wieder Bock drauf. So, ich denke mal, zu Freitag der 13. muss ich jetzt nicht weiter viel sagen. Denke ich mal, wie gesagt, Jason, Eishockey-Maske, kennen wir alles. So, kommen wir jetzt mal zum Buchstaben G wie Gustav. Buchstabe G. Ja, jetzt kommen wir zu zwei Filmen, die ich da zusammengenommen habe, weil eine fortlaufende Geschichte ist. Es ist eine Horrorfilmkomödie. Es ist nicht wirklich Horror, es ist mehr eine Komödie, aber er hat dann auch sehr viele gruselige Momente und spielt sich hauptsächlich zu Weihnachten ab. Na, wen könnt ihr wohl meinen? Na klar, die Gremlins. Mag ich einfach total gerne. Jetzt nicht nur wegen Gizmo, der jetzt hier natürlich den Süßigkeitenpunkt kriegt, weil er halt so ein Mogwai ist, der total niedlich ist. Sondern weil, das ist mal ein Weihnachtsfilm, die Gremlins, den sie auch Erwachsene angucken können. Und der Film jetzt nicht unbedingt wirklich kindergeeignet ist, wenn man später sieht, wie die Gremlins davor gehen. Weil die sind nämlich alles andere als zimperlich. Es gibt ein paar sehr schöne Tötungsszenen, was die Gremlins betrifft. Also die Szene im Mixer von der Mutter, wie sie in vielen Mixer stecken oder in die Mikrowelle, ist schon ziemlich brutal. Aber ich muss auch immer wieder richtig stark hart feiern, wenn ich sehe, wie sie die Gremlins da in der Bar aufführen. Ja, wie sie da Karten spielen und Zigaretten rochen und
wie denn die Freundin von dem Billy da Alkohol ausschenkt, weil die sich da alle besaufen und so Kacke. Also Gremlins ist einfach eine richtig geniale Horrorfilmkomödie und ich glaube, ich muss sie nochmal gucken. Ich lag mich immer wieder schief, auch bei der Stelle, wo der eine Gremlin da am Ventilator hängt und sich dann durch die Gegend da geschleudert wird. Also ist absolut grandios. Ja, es macht Spaß. Wie gesagt, Mogwai, unser Mogwai hier, unser Gizmo natürlich total sweetheart, ne, total niedlich. Ich glaube, wir alle hatten als Kinder so eine Gizmo-Figur irgendwann mal in den Händen gehabt, so als Plüschfigur. Ne. Und der Auftritt des zweite Teil hat dann meines Erachtens nach zwar nicht mehr so die Gruselatmosphäre, aber der Humor wurde noch mal weit nach oben geschraubt. Ja, ich erinnere bloß an den Gremlin, der da zum Weibchen wurde mit knallroten Lippen und grünen Haaren, der sich in den Bösewicht da verliebt und der letzten Endes auch selber auch so denkt, ach scheiß drauf und das ist völlig bescheuert. Ja, könnte natürlich, einige werden natürlich sagen, dass da ein bisschen too much ist, aber wie gesagt, ich bin damit groß geworden, ich verbinde damit sehr viele lustige Emotionen. Von daher ist der zweite Teil für mich genauso wichtig, den zu schauen. Wie gesagt, der Humor-Level wurde nochmal schön hochgesetzt. Ne? Der eine Gremlin konnte dann auch reden, hat dann so ein bisschen das Wesen der Gremlins erklärt, wie das abhielt bei denen und so weiter. Also, ja, ist auf jeden Fall. Gremlins halt. Ne? Da muss man nicht weiter zu sagen, denke ich mal. Kennt jeder von uns. Geradeaus fahren. Ja, im nächsten Video macht die Scheißfahrt hier aus. Ich hab die Faxe jetzt decke. Alter! Du fährst links! Überhol den scheiß LKW, du Penner! Mann! Was macht der Idiot hier vor mir? Meine Fresse! Ja, G haben wir gehabt. Ja, jetzt kommen wir zum Buchstaben H wie Heinrich. Natürlich, ich habe es ja gerade schon mal erwähnt. Hellraiser. Kurze Anekdote: Hellraiser geht es halt darum, dass halt Frank, der da am Anfang zu sehen ist, ja, so ein bisschen kranke Fantasien hat, was das Sexuelle betrifft. Der versucht immer mehr seine Grenzen auszuloten. Und trifft dann irgendwann auf so einen Würfel, den aktiviert, und da kommen halt diese sogenannten Zenobiten, entführen ihn in die Hölle, und da wird er richtig in Stücke gerissen, wortwörtlich, mit den Ketten des Leviathan. Mein Start mit Hellraiser war damals allerdings ein bisschen schwierig, muss ich ehrlich zugeben, weil ich natürlich damals übel zu Freddy abgefahren bin. Ich meine, ist halt immer noch so, oder? Keine Frage. Und da war ich damals noch in der Videothek, damals gab es auch Videotheken tatsächlich sogar. Und hatte dann halt ein Hellraiser-Video in der Hand und da stand hinten drauf als Werbespruch, der fängt da an, wo Freddy Krueger aufhört. Und da war ich ziemlich beleidigt. Vielleicht war ich da 16, 15, irgendwann um den Dreh, wahrscheinlich auch ein bisschen jünger, keine Ahnung, ist auch egal. Jemals war ich da extrem beleidigt und habe den Film wieder hingestellt. Aber irgendwann habe ich angefangen, Hellraiser zu schauen. Und zwar, ich glaube, den 5. Ich glaube, der mit den Polizisten. Und bin so ein bisschen neugierig geworden und habe dann angefangen, die Filme rückwärts zu schauen und habe irgendwann mit dem ersten weitergemacht. Und war tatsächlich hellauf begeistert. Da hätte ich nicht erwartet, dass der erste Teil so dermaßen gruselig ist. Es gibt. Der Film ist wirklich herrlich eklig. Ja? Und auch diese düstere Gothic-Atmosphäre, mal sagen wir mal so einschlachtet, was da so mitschwingt, ist schon ziemlich geil. Also. Ja, er ist tatsächlich morbider und dunkler als die Freddy Krueger-Reihe. Muss ich tatsächlich ernsthaft eingestehen. Aber Pinhead ist halt eine Kultfigur, die ich extrem hart feiere. Ich mag die Hellraiser-Filme alle. Ja. Den vierten jetzt eigentlich nicht so gerne, weil halt auch hier wieder alles im Weltraum stattfindet. Irgendwie muss jede Horrorfilmfigur irgendwie im Weltraum stattfinden. Ich bin ja froh, dass sie dabei Freddy Krueger noch nicht auf die Idee gekommen sind, zu sein. Aber ansonsten, die Filmreihe selber hat sich allerdings trotzdem später so ein bisschen jetzt ausgeschossen, was dann später mit Hellraiser Revelations und dem neuen Pinhead ja leider gezeigt hat, wie ich finde. Bis zum letzten Teil, ich glaube, das war
Fahrt Inferno oder. Nee, der das? Nee, also unten. Der letzte Hellraiser-Film, der meines Erachtens auch ziemlich gut war, war hier dieser Film mit der Party da im Schloss, wo sie dieses komische Videospiel da gezockt haben. Das Einzige, was wirklich, was mich wirklich an diesen ganzen Film rein ärgert, ist, dass Pinhead in dem Film immer mehr in den Hintergrund gerückt ist. Das ist sehr, sehr schade. Ne? In den ersten drei Teilen ist Pinhead eigentlich die Hauptfigur. Obwohl, im ersten Teil noch nicht so ganz. Da wurde auch noch nicht Pinhead genannt, sondern nur als König der Zenobiten. Aber ab dem zweiten Teil und im dritten Teil kriegt er halt die Präsenz, die er verdient, Pinhead. Ne? Im fünften Teil, ich glaube, das ist ja mit den Polizisten, sieht man dann tatsächlich schon, wie dieser da hinten in den Hintergrund rückt. Was ich schade finde, weil Pinhead ist ja. Deswegen gucken wir ja Hellraiser, weil wir Pinhead sehen wollen. Und wenn der dann immer weiter in den Hintergrund drückt, ist er natürlich schon ein bisschen bitter. Nichtsdestotrotz macht es aber mir trotzdem Spaß, die Filme zu schauen. Und es gibt natürlich 8 Filme, die anschaubar sind. Ja. Alles, was nach dem 8. Film kam, ist meines Erachtens nach ein Sakrileg und hat die ganze Pinhead-Reihe total kaputt gemacht. Auch Doug Bradley selbst, der die Pinhead gespielt hat, hat sich letztendlich auch von diesem Film distanziert, sagt er, diese Scheiße, die da gemacht wurde, damit wir nichts zu tun haben. So also, einfach hat er sie ausgedrückt. Der war ziemlich angepisst. Ne, so ein Typ, der hat einen fetten Pinhead gespielt und das war absolut eklig. Ich hab den Film einmal geschaut und danach nie wieder. Also, nee, muss ich nicht haben. Also, Hellraiser auf jeden Fall einer meiner absoluten Lieblingsfilme im Horrorfilmbereich. Muss auf jeden Fall weiter geben. Guckt euch den an, wenn ihr noch nicht kennt. Ja, absolut fantastisch. So. Jetzt kommen wir zu dem Film. Ein Film mit dem Buchstaben I. Den wahrscheinlich gar nicht jetzt so viel auf dem Radar haben. Ich muss auch ehrlich zugeben, ich kann jetzt so großartig nichts zur Geschichte erzählen. Weil der Plot-Twist dieses Films ist absolut fantastisch. Obwohl der Film selbst schon genug Hinweise gibt, ob man sich denken kann, was da abgeht. Einfach grandios, und zwar Identität. Im Film Identität geht es darum, dass, ich glaube, 12 Leute waren, glaube ich, oder 10 Leute, aus irgendwelchen Gründen im selben Hotel unterkommen und dann nicht mehr weg können. Und anfangen zu sterben, eine nach der Reihe nach. Stirbt da eine Person und man weiß halt nicht, wieso und warum das so ist. Und plötzlich kriegen sie alle raus, dass alle am selben Geburtstag, haben und versuchen noch mehr Gemeinsamkeiten rauszufinden. Und ja, ist ein richtig geiler Film. Die zu Pointe, zu dem Plotfest möchte ich jetzt nichts sagen, weil das wäre schade, aber ich fand den absolut grandios. Was da passiert ist. Ja, das Ganze spielt fast nur in der Dunkelheit, findet fast nur in der Dunkelheit statt. Das Hotel ist alles sehr müde. Die Ausfahrt nehmen. Mann, ich mach gleich das Navi-Ding aus. Ist düster und morbide. Und mehr kann ich dem Film nicht sagen. Der Typ, der in Scrubs Dr. Cox spielt, spielt da mit. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Eigentlich schade, dass ich jetzt nicht drauf komme. Ich fällt mir die Namen von der Schauspieler nicht ein. Fällt verrückt. Jemand ist eine ziemlich gut karätige Besetzung, wie ich finde. Und deswegen gehört Identität auf jeden Fall. Auf jeden Fall auch in die Hütte Horrorfilmsammlung, wie ich finde. Achso, muss eine Stunde hier. Aber es hat mehr kein zu dem Inhalt nicht sagen, nur dass die Leute halt alle am Rechtstag Geburtstag haben und ihr nach dem anderen stirbt. Und in jeder versucht er herauszufinden, was da los ist. Und ja, wie gesagt, die Auflösung von dem Film ist wirklich absolut fantastisch. Funktioniert aber nur beim ersten Mal, muss ich ehrlich dazu sagen. Beim zweiten Mal, wenn du schon weißt, ist halt die Überraschung schon weg. Und trotzdem gucken wir den lediglich an. Einfach, weil es Spaß macht, den zu schauen. Für mich zumindest. Also Identität ist auf jeden Fall. Starker Film, wie ich finde. Mann, Leute, ich hab schon gedacht, dass es vorhin ständig unterbrochen zu werden. Warum soll ich mich noch scheiß wiegen lassen hier? Ach, oh, Startstreife, ja, Leute. So, was haben wir denn bei J?
Auch ein Film, den wahrscheinlich einige nicht so auf dem Radar haben, aber jetzt fahren wir erstmal uns Wien hier. Route neu berechnen. Klappe halten. Willig. Ferkel! Muss ich gut reinbleiben hier. Beim nächsten Kack wegen bin ich raus, da fahr ich grad vorbei, ich bin am Arsch hier. So, Buchstabe J. Wir haben noch J. 1, 2, 3 weitere Filme. J. Was, für welchen Hoffnung hat mich da entschieden? Da musste ich echt ein bisschen überlegen. Es gab einige zur Auswahl, aber ich habe mich entschieden für Jacob's Ladder. Mit Tim Robbins. Großartiger Schauspieler, den sehe ich sehr gerne. Kennen wir aus Die Verurteilten, wo seine stärkste Rolle, ich glaube, da hat er übrigens einen Oscar für gekriegt, wenn ich mich nicht irre. Und Jacob's Ladder geht darum, dass er halt einen Vietnam-Typen spielt, der unter Albträumen leidet und man nicht mehr zwischen Realität und Albtraum unterscheiden kann. Der Film spielt auf verschiedenen Ebenen und auch der hat relativ unerwartetes Ende. Was aber auch trotzdem Spaß macht, muss ich sagen. Es findet ein gewisser Plot-Twist statt, ja. Aber den mag nicht jeder. Ich persönlich fand allerdings ziemlich cool. Ja. Wie gesagt, er ist ein Vietnam-Veteran, der im Krieg halt Horror erlebt hat und er wurde irgendwie mit irgendwelchen Drogen vollgepumpt und leidet halt darunter. Er sieht Dämonen und ist dann mal mit der Frau verheiratet und kann sich, kann immer nicht mehr entscheiden, was Wahrheit und Realität ist. Es gibt eine Neuverfilmung von Jacob's Ladder, aber die kannst du echt in der Tonne kloppen. Dafür ist der erste Teil mit Tim Robbins einfach zu gut. Er wirkt sehr düster, sehr beklemmend, was für Horrorfilme sowieso immer sehr, sehr wichtig ist, wie ich finde. Und er macht einfach Spaß zu schauen. Die Angst, die Tim Robbins da so spielt, wirkt auch wirklich sehr, sehr glaubhaft. Der ist völlig verzweifelt und weiß auch nicht, was er machen soll. Personen, die er vertraut, sind plötzlich weg und nicht mehr da, bla bla bla, und hast du nicht gesehen. Er hat einfach irgendwann keine Hilfe mehr und verzweifelt immer mehr. Ist total genervt anzusehen, wie er da immer weiter in seiner Psyche kaputt geht. Großartig geschauspielert, kann man gar nicht anders sagen. Und ja, Jacob's Ladder auf jeden Fall ziemlich geiler Film. So, jetzt weiter geht es jetzt mit K. Da habe ich für den Film entschieden. Ich komme, dass ich jetzt den Titel nicht durcheinander bringe. Weil es handelt sich hierbei um einen Tierhorrorfilm. Ja. K wie das Killerkrokodil. Ich dachte mir, ich nehme mal in diese Reihe jetzt mal einen Film mit auf, der vermutlich zu Recht die Bezeichnung Trashfilm bekommt. Weil Trashfilme sind ja auch mal so eine schöne Sparte, wo es sehr viele Filme gibt, die Kurzschlammes erreicht haben, wie zum Beispiel Angriff der Killertomaten, der so dermaßen bescheuert ist, dass er wieder gut ist. Das Killerkrokodil ist im Grunde, ich glaube, viel mehr unfreiwillig komisch und die Geschichte ist auch sehr schnell erzählt. Kind wünscht sich jetzt kodiert als Haustier, Vater hat dahin gespürt, den fiel im Klo runter in der Kanalisation, wechselt zu einem Riesenvieh heran und fängt an, Leute und Menschen aufzufressen. Und ja, letztendlich gipfelt es halt darin, dass das Vieh eine Party überfällt und sich dann da genüsslich den Bauch vollschlägt. Das war eigentlich schon. Ich habe ja eigentlich mich für den Film entschieden, weil ich der Meinung bin, ein Tierhorrorfilm aus den 80er Jahren muss einfach mit dabei sein. Einfach weil die 80er Jahre, auch davor schon einige Jahre davor, wie gesagt, die Tierhorrorfilm-Genre seine große Blütezeit hatte. Es wurden unfassbar viele Tiere verfilmt, die irgendwie zum Thema Horrorbereich zuzuordnen sind. Da gab es Grizzlybären, da gab es Ameisen, ne? Ameisen auch schon weit vor den 80er Jahren. Ne, Riesenspinnen, Tarantula zum Beispiel, sehr prägend gewesen und so weiter. Ne. Also die Horrorfilme waren gerade, wie gesagt, in den 80ern sehr, sehr beliebt. Ich glaube 1969 oder wann kam der Weiße Hai von Spielberg raus? Ja, der war dann wirklich am meisten prägend für Tierhorrorfilme und da ist eine Flut von Horrorfilmen gekommen, die Tiere betraf. Ja, und ich habe mich jetzt, wie gesagt, entschieden für Killerkrokodil oder Killeralligator gab es auch noch. Ich weiß aber jetzt nicht mehr, welcher Film welcher ist. Kann ich gerne mal verwechseln. Nein, jetzt könnt ihr euch ins Knie ficken, ihr scheiß Wagen hier, leck mich am Arsch.
Schnauze voll hier, ey. Kack hier. Ey, der verkackten Drecksmordstelle will er mich wiegen hier. Betreibt hier Fettshaming. Könnt mich auch mal schrecken. 37 Toll hier nahe. Fickt euch. Ja, wie gesagt, wer mal so schön auf 18 Jahre Horrorfilm, Trashfilm steht, da kommt so wie bei Killerkrokodil an. Das ist ja total geil. Finde ich zumindest mal Spaß zu gucken. Ja, und so, wir haben noch zwei weitere Filme, sind schon bei fast einer Stunde. Ich wusste, ich quatsch mich hier wieder zu, aber ist egal. Nächste Filmreihe. Habe ich echt überlegt, L wie Ludwig, was könntest du da nehmen? Ich habe lange überlegt, auch bei der Liste mit L. Im Internet waren viele dabei, ich musste mich echt entscheiden, was ich da nehme. Und habe mich dann für Leprechaun entschieden. Dieser kleine irische Gnom auf der Jagd nach seinen Goldmützen, die weggenommen wurden. Ich glaube, Warwick Davis hieß derjenige, der den Leprechaun gespielt hat in 4 Filmen. Oder ich glaube sogar in 5. Weiß ich nicht genau. Ja, die Leprechaun-Reihe ist halt noch auf dem Reihe, wie gesagt, die so ein bisschen auf die irische Sage beruht, dass ein Kobold sein Gold bewacht, welches man am Ende des Regenbogens findet. Und dieses Gold will er natürlich mit aller Macht zurückhaben. Und es gibt ein paar sehr, sehr kreative Morde, bei denen man ganz genau weiß, die Filme nehmen sich nicht allzu ernst. Ich meine, es ist schon ein bisschen komisch, wenn du diese Szene da siehst, ich glaube im ersten oder zweiten Teil, ich weiß nicht mehr, im dritten Teil, keine Ahnung. Wo halt dieser Leprechaun auf so einen Sprungstab da ankommt und die Typen damit halt tötet. Das ist schon, wirkt schon ein bisschen komisch und auch ein bisschen sehr abstrus, aber ich mag ja sowas. Und ja, Warwick Davis als Leprechaun, jedenfalls ziemlich toll. Ich mag alle drei Filme, ich gab es noch einen vierten. Und die Ausfahrt nehmen. Ja, mehr kann ich dazu jetzt auch wirklich nicht sagen. Also, wie gesagt, gut von der englischen Sage, gibt tolle Morde. Filme ein bisschen eher zu ernst, kann man auch mehr so Horrorfilm-Komödie vielleicht nennen. Im zweiten Teil will dann der Leprechaun heiraten und sucht sich da halt eine Frau aus, die er ehelich will. Auch ziemlich gut gemacht, wie ich finde. Also, Leprechaun, der sich dem staatlichen Hochzeitsgenozentrismus unterwerfen will. Der Scherz am Rande. Ja, war halt ziemlich lustig gewesen. Also Leprechaun muss halt auch, wie ich finde, in jede Horrorfilmsammlung drin. So, jetzt kommen wir endlich zu M, dem letzten Film dieser Episode. Da habe ich mich wieder für eine Geschichte entschieden, die von Cliff Barker stammt, nämlich Midnight Meat Train. Ihr kennt mal vorher nochmal reingucken sollen, wer da alles mitspielt, worum es genau in der Geschichte geht. Es geht halt darum, der eine Typ, der spielt halt einen Fotograf, der halt auf einem Typ in der U-Bahn aufmerksam wird und anfängt, ihn zu stalken. Und der Typ, den er da stalkt, der sitzt abends in einer der letzten U-Bahnen und bringt Leute ziemlich brutal um. Geradeaus fahren. Und ja, es gibt ein paar sehr schöne Szenen. Und warum der Typ das macht im Film, wird natürlich ohne erklärt. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte für mich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen, musste nochmal gucken. Ich kann auch nochmal schauen, was die Story betrifft. Ich kann es gerade nicht allzu viel dazu sagen. Aber es gibt eine wunderschöne Mordszene, von der muss ich euch erzählen. Und zwar wird eine Frau mit dem Hammer der Kopf abgeschlagen und dann siehst du, wie der abgeschlagene Kopf durch die Gegend rollt, aus ihrer Ego-Perspektive und mit Blut an der Kamera, so dass du denkst, die hat da Blut in den Augen. Fand ich ziemlich grandios. Es fließt auch ordentlich Blut. Ja, also Cliff Barker ist ja sowieso, wie gesagt, für seine düsteren Geschichten bekannt. Und Midnight Meat Train macht da absolut keine Ausnahme. Jeder Typ, der da nachts in diesem Zug sitzt, wird sein jeden Ende finden und ziemlich brutal sterben. Und ja, ist halt eine typische Cliff Barker Horrorfilmgeschichte. Ich finde, das ist ein Film, den man auf jeden Fall anschauen sollte. Und ja, damit sind wir jetzt mal schon mal die Liste durch. Von A bis M. Im nächsten Teil geht es weiter mit N bis Z. Wir suchen jetzt erstmal einen Parkplatz hier raus, wo ich anhalten werde. Weil jetzt haben wir noch 4000 Kilometer vor uns. Wir sind jetzt also schon über 1000 Kilometer gefahren. Oder fast 1000 Kilometer, aber jetzt schon hinter uns. Unser Bus noch. Ja, Platz von wo er pennt. Ich stelle mich einfach auf den Seitenstreifen hier hin. Scheiß drauf. Ihr seht, hier kommt erstmal eine Weile keine Abfahrt hier, keine Tankstelle. Finde ich, er sagt, ziemlich beschissen. Ja, einfach hier auf den Seitenrand stellen. Ist mir scheißegal. So.
Ja, im nächsten Video ist der Verkehr aus. Der bremst mich zu oft aus hier. Der geht mir auf den Sack. So, also, das war Teil 1 meiner Lieblingshorrorfilmreihe von A bis Z. Vielleicht schaffe ich es noch mal eine zweite Liste voll zu machen. Muss ich mal schauen. Ich zumindest möchte mich jetzt schon bedanken. Und ich bin mal gespannt auf euer Feedback in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Ich speichere erstmal ab, wie immer. Speichern. Ja. Mal schreiben. Und damit kommt meine übliche Verabschiedung wie immer. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Wenn nicht, dann erst recht. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.